Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder zurück bei Medieval Dynasty. Meine Güte, ich habe gerade so viele Let's Plays irgendwie zum Laufen, dass ich da manchmal ein bisschen durcheinander komme. Meine Güte, wir sind wieder in einer neuen Aufnahme. Es ist jetzt 2 Tage her, dass das Update rausgekommen ist. Es gab eben gerade auch noch einen kleinen Hotfix, da es einige Bugs gab. Und heute werden wir uns wieder ein bisschen darum kümmern, dass wir ein paar Häuser dazu bauen. Eventuell dann noch so ein, zwei Beschäftigte, also Arbeitsstellen hinmachen. Und ja, noch so weitere Sachen halt. Ne? Heute auch wieder eine bisschen längere Aufnahme. Jetzt habe ich wieder ein bisschen vorproduziert. Jetzt geht wieder alles ein bisschen entspannter los. Okay, hier haben wir das letzte Mal gearbeitet. Das Haus müssen wir noch fertigstellen. Dafür brauchen wir noch Stöcke und Holz und Stroh. Und ja, dann müssen wir erstmal mit der ganzen Sache hier erstmal anfangen, ne? Okay, ich nehme erstmal hier den Stock weg. Oh, nochmal ein bisschen Stein mitnehmen, denn wir haben ja noch einen zweiten Platz, wo ein Haus entstehen soll. Ach ja, nee. Stimmt nicht, wir haben Frühling, die Beeren sind noch unreif. Theoretisch könnte ich sie ja trotzdem einsammeln und sie dann in den Komposthaufen tun, damit wir verdorbenes Essen bekommen. Das dann wieder zu Dünger verarbeitet werden kann. Na, mal gesehen, wir haben ja jetzt den zweiten Tag des zweiten Frühlings, das zweite Jahr. Und ja, so mittlerweile geht das Ganze ja relativ gut. Wir sind noch ein sehr kleines Dörfchen. Ein wirklich kleines Dörfchen. Aber wir werden wachsen. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Natürlich langsam und beständig, nicht so schnell. Denn so schnelles Wachstum, dann würde man auch wieder ein bisschen nicht mehr hinterherkommen mit der Produktion und so weiter und so fort. Und wir haben ja noch... Ah, wir sollten heute auch nochmal zurück nach Piastovia gehen. Denn der Sulibor, der hat uns ja gebeten, am nächsten Tag wiederzukommen, wegen dem Krug, der kaputt gegangen war. Und ja, er hoffte, dass der Krughenkel mit Honig dann wieder dran klebt. Naja. Uhu und Patex waren halt zu dieser Zeit noch nicht erfunden. Medieval Dynasty spielt ja so etwa um 1100 so ungefähr angelehnt und dann auch in der slawischen Gegend. Die Namen sind da ja auch sind da halt auch angelehnt dran. Also so Polen, Litauen, die Ecke, so da ungefähr, so ist das Ganze dann halt auch angelehnt worden. Es ist halt auch eine polnische Produktion oder ein polnisches Produktionsstudio. Daher war es naheliegend, dass sie da auch so ein bisschen da angelehnt sind. So, Haus. Wollte ich denn jetzt, oder war das eine Haus schon... Ach nee, das Haus hatte ich ja noch fertig gemacht. Stimmt, das hier ist das zweite Haus, was fertig gemacht werden sollte. Okay, an Einzelheiten kann ich mich dann wohl doch nicht so 100% erinnern. So, ich brauche dann noch Holzstämme. Upp. Da oben auch nochmal. Und Stroh brauche ich halt auch hier für die Dächer. Wenn wir dann so allmählich dann ein gut funktionierendes Dörfchen haben, dann werde ich dann so allmählich die Häuser auch upgraden und dann nicht erst mit Holz und später dann mit Stein. Ich werde sie sofort dann auf Stein hoch upgraden, weil der Zwischenschritt, der macht nicht so wirklich Sinn. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Art Holzfällerdorf bauen möchte, so tief im Wald an einem kleinen See, dann könnte man sogar sagen, dann
dass man die ganzen Häuser dann auch wirklich nur aus Holzstämmen baut, ne, so ein bisschen rustikaler angelehnt. Dann könnte man die auch so lassen. Ist zwar schon von der Dämmung her besser als nur die Flechtwände, allerdings halt nicht komplett optimal wie jetzt beispielsweise Häuser, die aus Steinwänden bestehen. Wenn man diese Steinwände dann auch noch mit Kalkstein verputzt, dann benötigen die Dorfbewohner fast überhaupt gar kein Brennmaterial mehr, da die Dämmung halt schon ziemlich gut ist. Sie brauchen zwar immer noch welche, aber die Kälte oder die Wärme geht halt nicht mehr so schnell aus dem Haus raus. Einige Häuser werde ich aber auch nochmal neu bauen und dann werde ich auch eine Stufe größer bauen, also die normalen Häuser. Diese sehr großen Häuser machen keinen großen Unterschied, außer dass sie halt ein bisschen größer sind. Diese Häuser sind jetzt 2x2 groß. Es gibt dann die normalen Häuser, die sind 2x4. Nee, 2x3, stimmt nicht. Und die sehr großen, die sind halt 3x3 groß. Also drei Flächen zwischen. Also wenn man jetzt noch da eins ranbaut, dann würde das genauso groß sein. Das sind dann halt riesige, große, quadratische Häuser. Sind zwar auch sehr gut, aber geben halt auch nicht mehr Wohnraum für mehr Leute, sondern auch nur wieder für 4 Leute. Und da kann man sich das sparen, da kann man auch nur die normalen Häuser nehmen, sind darin genauso zufrieden wie in den sehr großen Häusern. So, ich sammle hier jetzt noch ein bisschen mehr Stein und noch mehr Stöcke. Dann kann ich nämlich schon noch, vielleicht noch ein weiteres Haus bauen. Dann habe ich nochmal einen Mann oder eine Frau mehr, die ich dann hier in das Dorf mit einziehen lassen kann. Und so allmählich gehe ich halt Richtung Piastovia und sammle hier dann auch so ein bisschen was mit, was ich dann alles hier gebrauchen kann. Steine. Ah, neues Level überleben. Ja, super. So. Zack, 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 zack. Hier. Ich nehme auch nicht alle Zweige mit, also alle diese kleinen Bäumchen. Die sollen ja auch wieder wachsen, dann kriegen wir auch wieder mehr Holz. Meistens hier am Ufer wachsen die halt nicht so gut. Die bleiben meistens klein. Manchmal aber werden sie auch recht groß. Na, wo habe ich hier meinen Bogen? Da. Bekomme ich einen Hirsch zu fassen? Mal sehen. Ah! Da kommt in meine Richtung, jawohl. Toll, jetzt ist er in die andere Richtung gelaufen. Ach, Mist. Na super, jetzt liegen meine Pfeile hier herum. Ich sag ja, ich kann so gut schießen, kann ich halt auch nicht. Ich bin halt auch in Shootern und so, bin ich komplett eine komplette Niete. Wo ist denn jetzt mein Wo ist jetzt mein Pfeil hin? Hä? Ach da! Dafür ist der Prüfmodus halt super gut. Dann kann man nochmal nachgucken, ob eventuell einer der Pfeile doch noch weiter nutzbar ist. Manchmal zerbrechen die halt auch. Nach mehrmaliger Benutzung. Na? Meine Ausdauer geht auch trotzdem runter. Hab ich dich? Nee. Ach Mist. Ja, ich bin halt schlecht. Was Pfeil und Bogen angeht, bin ich halt mies. Bin ich wirklich mies. Gebe ich auch zu. Manchmal habe ich, findet auch ein blindes Huhn mal ein Korn. Oder auch mal ein Hirsch. Na, das war zu niedrig. Ich hätte höher schießen müssen. Naja. Pfeil, 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 Pfeil. Da. Habe ich. Das war aber auch gerade. Der ist mir aber auch voll in die Flinte gelaufen. Der war mir aber auch gerade voll reingelaufen. Na, der war, glaube ich, daneben. Ja. Ich will, wenn dann würde ich halt gerne noch mit ins Dorf gehen, mit ein bisschen was
an Beute. Ah. Er ist schon verendet. Okay. Huch. So, dann komm mal her, du. Kommst du gleich mit? Kann ich noch etwas verkaufen? So, zack. So, der Tag neigt sich schon wieder dem Ende zu. Ah, hier sind sogar die Enten. Enten kann man auch mit Pfeil und Bogen erlegen. Allerdings ist das nicht so leicht, weil die halt noch fliegen können und sind noch ein bisschen kleiner. Aber wir können es ja mal versuchen. Allerdings bleiben die wenigstens stehen. Ja, toll. Ja, danke. Das war mal wieder auch ein richtiger Schuss in den Ofen. Und schon sind alle weggeflogen. Das ist das, wenn man mit Pfeil und Bogen auf Enten schießt. Oh, so. Ja, ja, ja. Ich bin ja schon wieder aus dem Prüfmodus raus. Wenn ich dann schon mal hier bin gerade, dann kann ich auch noch mal ein bisschen Stroh mitnehmen für das Dach. So. So. Nee, ich wollte jetzt, obwohl trinken wäre auch mal ganz gut, glaube ich. Ja. So. Na, noch ein bisschen mehr. Dann sollte das jetzt gleich für das nächste Dach auch reichen. Obwohl, wir haben aber auch noch genügend im Lager. Aber man kann nie genug haben an Stroh. Für Stroh wird jetzt auch für sehr viel benutzt. Für die Dächer, für den Tonbewurf, für die Wände halt. Für Tierfutter, das dann mit Hafer und Roggen gemischt wird. Also Stroh ist halt auch ein sehr vielseitiges Mittel. Stroh kann auch für Dekoration jetzt für die Häuser benutzt werden. Das war natürlich schon vorher immer so, aber wollte ich es auch nochmal mit erwähnen. Oh, ein paar Wegwarten. Später dann, wenn ich dann auch so ein bisschen wieder Geld beiseite gelegt habe, werde ich diese Blumen auch benutzen, um die Fenster ein wenig zu dekorieren. Da kann man dann nämlich so kleine Blumenkästen dann auch hinpacken. Und die dann mit Blumen auch dekorieren. Mit allerlei, mit Wegwarten, mit Disteln. Gänseblümchen. Das sieht dann halt auch noch mal ein bisschen schöner aus. Hat jetzt keinen positiven Effekt auf die Dorfbewohner, aber halt einen ästhetischen Wert fürs Dorf. Dann sieht es halt auch wieder ein bisschen hübscher aus. Und da lege ich halt auch sehr großen Wert drauf. So, hier ist wieder ein Hirschgebiet. So ein bisschen sumpfig. Dann gehe ich mal hier hinüber. Da drüben sind ja auch die Leute, die ich für mein Dorf rekrutieren kann. Allerdings, solange ich jetzt noch kein weiteres Haus habe, möchte ich noch keinen weiteren holen. Denn ohne Haus verlieren die sehr schnell an Zufriedenheit. Und wenn die auf ein bestimmtes Level sinkt, dann gehen sie auch und kommen dann auch nicht mehr wieder. Das wäre für uns dann auch nicht so prickelnd. Ja, ja, quack, quack. Okay. Sulibor besuchen wir dann auch nochmal. Aber zuerst... Denn dann gucke ich mich erstmal um, was denn hier so für Werte sind. Hallöchen, Ida. Du bist eher so mittelmäßig. Nigrod. Du bist beim Jagen gut und auch in der Landwirtschaft. Das wäre schon mal gut. Und Roderick? Hello there. Huch, nee, ich wollte dich nicht ansprechen. Bye. Ich wollte dich nochmal prüfen. Gut, ja. Der ist auch im Jagen gut. Okay, zwei, die gut im Jagen sind und eine davon ist auch noch mit in der Landwirtschaft gut. Vielleicht holen wir uns auch alle beide. Mal gucken. Mal sehen, ich schaue mir erstmal nach
Sulibor um. Mal sehen, wo der gerade ist. Dass ich ihm... Oder dass ich gerade nochmal mit ihm reden kann. Hier gerade mal durchgehen. So. Der müsste... Also wenn das so nach dem Ort aussieht, ist er schon wieder in der Taverne. Das ist... ja. Oder? Nee, der ist doch nicht in der Taverne. Traut er sich gerade nicht hin? Da ist er. Hallo, Sulibor. Er ist fertig. Was denkst du? Er ist so gut wie neu. Der Schaden wird ihnen gar nicht auffallen. Ich fürchte, dass er nicht lange halten wird. Würde man nur Blumen hineinstellen. Dann vielleicht. Aber du weißt ja, wie es in der Schenke zugeht. Der Griff wird wahrscheinlich am ersten Tag schon wieder abfallen. Das denke ich nämlich auch. Honig ist halt kein guter Kleber. Ach, du hast recht. Ich habe mich dabei... Was habe ich mir dabei nur gedacht? Könntest du vielleicht einen neuen Tonkrug herstellen oder kaufen und den zu Roslava bringen? Ich weiß, dass er nicht genau wie ihre sein wird. Aber zumindest kann er als eine Art Entschädigung dienen. Ich gebe dir die Münzen dafür. Okay, wenn du mir die Münzen dafür gibst, dann kaufe ich auch gern einen neuen Tonkrug. Ist gar kein Problem.